Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Cooking Simulator. Wir sind heute wieder in unserer Chaos-Küche. Wir bestellen natürlich wieder etwas, also es wird etwas bestellt, nicht wir bestellen etwas. Okay, da haben wir glaube ich schon relativ viel. Okay, Salami und Chilischote brauchen wir noch für eine Pikante. Okay, dann besorge ich das Ganze wieder mal und dann sehen wir uns ja wahrscheinlich im Keller. Okay, also eigentlich haben wir jetzt schon alles, die Chilischotten und das Salami. Also wir können es ja wieder anpinnen. Mozzarella, haben wir Mozzarella? Ne, wir haben nur Büffel Mozzarella. Okay, warte, dann hole ich noch ein bisschen Mozzarella. Okay, das Ganze wird nämlich hier geschnitten. Dann machen wir das mal hier rein. Wir müssen einen neuen Behälter kaufen. Okay, perfekt. Dann brauchen wir noch Chilischotten. Die kippen wir auch hier rein. Die müssen ja auch geschnitten werden. Ah ne, warte mal. Zuerst die Salami einzeln. Perfekt, die kommt hier hin. Und jetzt die Chili Shop. So, mix du mal. Okay, perfekt. Ja, jetzt haben wir schon alles zusammen. Dann machen wir heute zwei Pizzen. Okay, klein. Zum Glück mal wieder eine kleine Pizza, weil wir haben so viele kleine Teige hier. Die sollten wir auch mal brauchen. Okay, erstmal ausrollen. Dann hier die Marinara-Soße. Die haben wir zum Glück schon. Dann den Mozzarella hier vorne. Oh, scheiße, jetzt habe ich 80 Gramm. Kann ich das noch wegnehmen? Ne, scheiße. Okay, egal. Wir nehmen hier die Salami. Da muss 32 Gramm. Perfekt. Und noch Chilischotten. 20 Gramm. 20 Gramm, das ist ja übel viel. Ich glaube, die können danach auch Feuer spoilern, Alter. Okay, das ist scheinbar schon alles. Okay, ja, dann nehmen wir noch die Pizzaschaufel. Ist das eine Pizzaschaufel? Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Okay, geh mal du in den Ofen. Die brutzelt da jetzt ganz leicht vor sich hin. Das ist wirklich eine Pizzaschaufel, okay. Ja eben, der Ofen ist auch ganz leicht warm. Dann bestellen wir erstmal das nächste. Können wir mal gucken, was das ist. Ach, schon wieder so eine Pizza. Oh ne, aber wir brauchen jetzt New York Style. New York Style Teig. Okay, das heißt, die müsst ihr erstmal noch machen. Okay, wir heizen jetzt hier den Ofen aber trotzdem noch ein bisschen. Damit das Ganze noch kurz ein bisschen schneller geht. Oh fuck, wir brauchen wieder einen Teller. Junge, ich vergesse das die ganze Zeit. Alter, die sieht auch schon wieder so lecker aus, Digga. Okay. Zack. Okay, dann bringen wir die erste, nehmen wir mal raus. Oh ne, war das jetzt die falsche? Ah ne, okay, war richtig. War alles gut, alles gut. Okay, dann brauchen wir jetzt wieder das Allzweckmehl. Ja, komm, wir nehmen mal einen neuen Sack, weil der kommt alles rein. Okay, das Ding ist einfach nach unten. Okay, perfekt, das ganze Mehl ist draußen. Oh mein Gott, wie einfach schon wieder steht. Ah stimmt, damit haben wir den Trickshot gemacht. Klar, es steht hier, wir hätten nicht ein neues kaufen müssen. Okay, einen Krug müssen wir aber neu kaufen, weil der ist auch kaputt. Okay, das Wasser kommt hier auch rein. Okay, wir brauchen aber noch 1 Liter. Okay, perfekt. What? Jetzt sind es 3 Liter? Okay, wie ist das passiert? Ups. Wie ist das passiert? Erstmal wieder Salz mit 75 Gramm. Also guck mal, man kann das ja die Mengen ändern. Das ist ja übel nice. Okay, warte mal. Müssen wir auf 5 Gramm? Ey, das ist ja so genial. Da muss man nicht so ewig lange schütten. Cool, wie ich das jetzt auch gemerkt habe. Hefe, zack, Olivenöl. Kommt natürlich auch noch mit rein. 90 Milliliter. Okay, ja, ein bisschen viel, aber egal. So, dann kommt natürlich auch noch Zucker mit rein. Wieso denn Zucker in den Teig? Das passt irgendwie gar nicht. Okay, wir haben jetzt einfach ein bisschen viel Wasser, aber sonst ist er eigentlich gut. Okay, kommt das runter. Dann können wir das schon mal mixen. Wir müssen jetzt aber noch kurz ein Teigtablett kaufen. Okay, dann kommt der Teig auch schon raus. Sind auch wieder große alle, ne? Okay, außer der hintere, der ist wieder klein. Ah, ne, mittlere. Okay, oh, Alter, der wäre fast rausgesprungen. Okay, wir machen das mal hier nebenan. Okay, der ist ja, was ist das? Was ist das für eine Pizza, die er hier wollte? Okay, er wollte mittel, das passt ja. Weil wir haben ja hier noch einen mittleren Teig. So, hier kommt wieder die Alfredo-Soße. Fontina kommt hier auch wieder drauf. Vielleicht diesmal nicht zu viel am besten. Perfekt, Lauch. Auch wieder drauf. Okay, es ist ja wahrscheinlich wieder ungleichmäßig verteilt, aber egal. 50 Gramm Champignons. Perfekt, und jetzt noch so ein Timer an Blatt. Oder mehrere sind es ja. Scheiße, ich habe 2 Gramm zu viel. Okay, egal. Dann kommt das jetzt auch kurz in unseren Ofen. Oh, einer. Okay, Holzscheit wieder rein, weil ja, jetzt ist er bald wieder ganz normal. Oh nee, wisst ihr was? Das zählt jetzt als selbstgemachter Pizzateig, weil ich zu viel Wasser genommen habe. Scheiße, ey. Ja, okay, dann werden wir den Teig aber leider einfach falsch haben. Okay, wir nehmen die Pizza raus. Perfekt. Ach, scheiße, ich habe aber das Teller vergessen. Wie machen wir das jetzt, ohne dass die runterfällt?
Ganz. Oh, oh. Nein! Oh lol! Bottleflip! Ja, toll, jetzt ist sie verkehrt, oder was? Sie ist noch drauf, okay. Lol, wie wir sie einfach geflippt haben. Warte mal, ich mach den Teller mal hier hin. Nein, nein, oh, okay, oh, aber habt ihr gesehen? Das war auch gewollt, sie ist extra so runtergefallen, dass sie nicht mit der Obenseite auf den Boden geklatscht ist. Wie wir einfach einen Bottleflip gemacht haben. Alles klar, Digga. Anderer Teig bestellt, genau, das war halt, weil wir zu viel Wasser genommen hatten. Ja, aber Kartoffeln, es stand nichts von Kartoffeln, was soll das? Lauch, ungleichmäßig wieder verteilt. Ach komm, halt die Fresse, ja. Okay, Leute, heute sind sogar zwei Pizzen durchgegangen. Wir haben bei unserem Teig zwar ein bisschen gefailt, haben aber dafür einen Trickshot gemacht mit unserer Pizza. ja, auf jeden Fall code ich wieder mal. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Oder würde ich sagen, war es das mit Cooking Simulator. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.